Ha, ich bin gespannt. So. Eierbrille aufgesetzt. It's time for the highlight of today's festivities, the annual Spring Egg Hunt. Juhu, Calm down now, kiddos. You're going to need all your energy if you hope to find the most eggs and take home the exclusive prize. Genau. Stellt euch hinten an. Now, is everyone ready? Let the egg hunt begin. Geht mir aus dem Weg, Abigail. Ich mag dich zwar, aber... Oh nein, das fängt gut an. So. 41 Sekunden. Oh Mann, ich hasse es. Da sind zwei, da ist eins. Ich habe schon vergeigt, glaube ich. Ich brauch, glaube ich, 10 Eier, dass ich gewinne. Das kann ich knicken, das kann ich sowas von knicken. Da ist noch eins. Aufgelaufen mal. Interessiert mich doch gerade nicht. Da oben war noch eins. Hier war noch eins. Oh Mann, ich hasse es. Ich sehe nichts. Nein, ich schaff's nicht. Das gibt's doch nicht. Da ist noch eins. Ich sehe nichts. Aha. When does the egg hunt start? I'm so excited. Ich will nicht mit dir reden. Nein! Das war's. Ich glaube, ich brauche 10 Eier, nämlich. Ja, das war's. Ich habe nicht gewonnen. Wow, look at all these eggs. Now if only I could get you kids to pick up litter this efficiently, we'd have the cleanest town this side of the Gemsee. Oh Mann. And now the winner of this year's egg hunt. Abigail! Nein, ich habe schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Ich habe schon wieder verloren. Here's your prize, Abigail. Enjoy. Ja. Glückwunsch, Abigail. Well, that's it for this year's Egg Festival. Thanks for coming, everyone. Nein, ich habe schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Nee. Nee, nicht gut. Happy verloren. Happy nicht happy. Das nicht gut. Happy sehr enttäuscht. Happy traurig. Happy gehen jetzt ins Bettchen. Und weinen. Weinen sich in Schlaf. Und denken an Abigail, dass Abigail gewonnen hat. Mann, das ist echt ärgerlich. Ah, ich wollte echt gewinnen. So, haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Ich habe 100 Strawberry Seeds. Die Frage ist, wo ich die Strawberry Seeds reinpacke. Ich habe nämlich nicht wirklich Platz. Das Tolle ist, warte mal, die brauchen 8 Tage, um zu wachsen. 8 Tage. Ach, wisst ihr was? Ich finde, wir haben noch nicht genügend Felder. Und nein, ich übertreibe nicht. Wer würde denn übertreiben wollen? Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, oder? Ich will doch nur schöne Erdbeeren haben. Schaffen wir heute eh nicht mehr. Aber ich würde gerne die Felder umpflügen bis morgen, dass der größte Teil fertig ist. Dann können wir mich schön Erdbeeren anpflanzen noch. Sprinkler müssen wir noch hinbauen, auf jeden Fall. Oh, Lehm gefunden. Schön. Finde ich gut. Zack, zack, wie viel Uhr mal? 12.20 Uhr. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube, vor 1 Uhr müssen wir ins Bett, dass wir volle Energie kriegen. Dann müsste ich mal was zu essen machen. Vielleicht koche ich uns mal was Anständiges, oder? Also nicht immer nur die blöden Tortillas, sondern wirklich mal was Schöneres kochen, dass wir da ein bisschen, ja, ein bisschen Variation haben. Weil immer die trockenen Tortillas futtern ist jetzt auch nicht so das Wahre, muss man fairerweise ja dazu sagen. So. Okay, also. Dann gehen wir jetzt mal schnell ins Haierbettchen. Dann müssen wir auf jeden Fall in die Mine. Wir brauchen viel, viel Eisen. Beziehungsweise mal gucken. Ich schau mal schnell. Eisen. Wir haben ein bisschen Eisen. Ich mache mal Folgendes.
So, und jetzt ab ins Bett. Düt. So, dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Zack. Und schlafen. Jawohl. Dann gibt es wieder ein bisschen Cash. Sehr gut. 6.390 Gold. Cool. Was habe ich da eigentlich gemacht? Pickle Parsnip. Ah, okay. Wir haben die Parsnips eingemacht. Cool. Bringt auch ein bisschen was. Finde ich gut. Ach ja, es regnet ja heute. Stimmt. Weather Report. Wie schaut's aus? Partially cloudy with a light breeze. Expect lots of pollen. Okay. Fortune Teller. The spirits are mildly perturbed today. Luck will not be on your side. The Queen of Swords. Greetings. Hush Browns. Bitte was? They're once simple, but that's a good thing. You'll just want to shred some potatoes, add a liberal amount of salt, and fry it to perfection in your favorite high-heat oil. Sounds easy, right? Well, I've got some pointers that will make your job a lot easier. You learned how to cook hash browns. Finde ich gut. So, dann brauchen wir... Das kann weg. Dann nehmen wir das Quarz hier mal. So. Das nehmen wir, das nehmen wir und das nehmen wir. So. Oh, ich müsste auch mal Gold einschmelzen, wieder sehe ich gerade. Nehme ich mal das Gold schon mal mit. So. Zack. Nein. So. Oh, es sind ganz viele Sachen fertig. Juhu. Toll, da hinten sieht es wieder aus wie ein Schweizer Käse. Sehr gut. Das freut mich sehr. Hier. Okay. Also ein bisschen brauchen wir wieder. Nein, darauf bitte. So, dann machen wir mal die Felder. Hier, ne, wer es noch nicht gemerkt hat, hier kommen die Erdbeerfelder hin. Wir brauchen nur erstmal jede Menge Sprinkler. Da gehen wir erstmal dann in die... Ja, Blitze. Juhu. Das freut mich sehr, dass es hier Blitze gibt, weil wir haben da nämlich zwei Blitzableiter. Wir haben da nämlich zwei Blitzableiter stehen. Übrigens könnte ich jetzt hier die Erdbeeren einpflanzen. Nur mal so. So, dann können wir... Oh, dann können wir leckere Erdbeermarmelade machen. Juhu. So, ich pflanze hier gleich mal die Erdbeeren ein. Zack. So. Dann haben wir hier leckere Erdbeeren. Pflanzen wir auch gleich mal Erdbeeren ein. Das Zeug hier, ist das fertig? Ne, die Parsnips hier sind fertig. Zack, zack. Also, ne, im Sommer dann, wenn die ganzen Frühlingsdinger kaputt sind, dann werden wir definitiv im Sommer die Felder so machen, dass wir pro Feld eine Sorte Gemüse haben. Und dann werden wir auch gleich so viel kaufen, dass es auch für zwei Dinger reicht. Aber das Problem, was wir letztens hatten, dass wir nicht genügend gekauft hatten, drum hat das hier nicht wirklich gereicht und wir hatten ein kleines Problem. So, ist das überhaupt Spring? Ein Spring, ja. Was ist das eigentlich immer? Das hört sich an wie eine Höhle irgendwie. Als würde irgendein Geist jetzt irgendwas machen. So, was ist das eigentlich? Das müsste ein Radieschen, glaube ich, sein, ne? Das müssten Radieschen sein. So, die Kartoffeln. Zack, 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 zack. Inventory full. Na, Glückwunsch. Dann sammle ich mal die Kartoffeln. So. La 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 la. So. Halt. So. Alter, ich hätte gern so eine Erntemaschine. Ich hätte gern einfach so einen Traktor, der einfach durchfährt und mit dem ich das alles dann auf einmal mähen kann. Das wäre auch schön. So, dann pflanze ich hier mal die Erdbeerchen ein. Dann werden die nämlich auch alle noch fertig. Dann können wir die relativ easy dann einsammeln. So.
Ich hoffe, die Erdbeeren bringen auch ordentlich dann Geld. Beziehungsweise die 8 Tage brauchen dann... Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um halt... um Früchte zu tragen. Garlic. Toll. So. Dann mal ganz kurz. Ich habe hier hinten eine Kiste. Die natürlich auch schon wieder voll ist. Kann ich die ganzen Pflanzen hier reinschmeißen? Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich habe viel zu viel. Ich habe viel zu viel Krempel. Ich brauche eine neue Kiste. Es hilft ja nichts. Ich brauche eine neue Kiste. Ich muss mir echt was überlegen mit dem Kistenmanagement. So. Das schmeißen wir noch da rein, das noch da rein. So, dann schmelze ich schnell Gold, aber das dauert ewig, das mit dem Gold. So. Das schmeißen wir alles dann hier hin, weil das brauchen wir jetzt eh nicht. Also. Den Köder nehmen wir natürlich mit. Das kommt hier in den Plüschhasen, packe ich noch schnell rein. Ich würde sagen, den stellen wir einfach so vors Bett, ne? So, den Plüschhasen stellen wir zum Teddybären, dass der Teddybär nicht so alleine ist. Doch gar nicht mal verkehrt. So. Ah, cool, die Dinger zuppeln hier jetzt. Das heißt, die stellen jetzt gerade Dinger her, die stellen Batterien her. Geil! Das ist sehr, sehr cool. So, jetzt machen wir hier mal Kartoffeln. Nehme ich mal die Kartoffeln hier. Dann machen wir mal die Kartoffeln ein. Nein, ich will sie nicht essen. So, zack. Zack. So, dann bewegt sich hier alles. So. Dann mal ganz fix. Nein, Kartoffel da ganz fix rein. So. Du solltest heute angeln gehen. Vielleicht ein bisschen im Fluss oder so. Gibt nichts Schöneres, als entspannt im Regen im Fluss zu angeln. Ich gehe da mal in Richtung Fluss. La 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 la. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. So. Wir gehen mal ein bisschen im Fluss angeln. Wurde mir nahegelegt. Aha, wir fangen Algen. Juhu. Algen finde ich gut. Das ist sehr, sehr schön. Ach ja. Noch mehr Algen. Juhu, wir brauchen noch viel mehr Algen. Ich finde, jeder sollte zu Hause Algen haben. Ne? Algen sind gesund. Man kann Sushi daraus machen. Braucht man bloß noch Reis und Fisch dazu. Fisch ist hier gerade selten. Also Fisch gibt es hier gerade nicht. Von daher sammeln wir einfach ein paar Algen. Wow. Das war ein Frosch irgendwo. Oh, ein Hit. Hallo, Gevatter Fisch. Und hallo, Truhe. Die ich natürlich auch sehr gerne einsammle. Nur für den Fall. Ein Schatt. Aha. So. Und Gewitter. Ich hoffe sehr, dass wir Batterien rauskriegen dann. Dass die Blitzableiter genügend Energie aufsammeln. Dass wir da ein bisschen... So. Zack. Oh, was? Was bist du denn? Bist du, was ich vermute, dass du bist? Ja, ein Katzenfisch. Vielen Dank, Cooper. Huch. Alter. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen, dass die auch nur im Regen spawnen. So, schmeißen wir da mal rein. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass die nur im Regen spawnen.
Jetzt wäre mir die spannende Frage, gibt es die dann nur im Frühling oder gibt es die auch überall? Also gibt es die auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten? Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Weil jetzt weiß ich zufällig, dass es im Regen ist, dass die im Regen spawnen, die Katzenfische. Krass. Da kann ich lange angeln gehen. Catfish. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob es die nur im Frühling gibt, beziehungsweise nur bei Regen. Frühling, Sommer und Herbst. Was? Die gibt es im Frühling, Sommer und im Herbst. Und ich habe nie Katzenfische gefangen? Was? Dann bin ich aber nie bei Regen am Fluss angeln gegangen. Kann das sein? Da muss ich mal in die Aufnahme nochmal gucken. Bin ich echt nie bei Regen am Fluss angeln gegangen? So, ey Cooper, bist du etwa Hobbyangler? Ein Lost Book, juhu! Das weiß doch jeder Blockbuster. Ich nicht. Aber ich bin auch kein Fischkenner, muss ich gestehen. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Für alle die jetzt hier mal permanent immer zugucken, bin ich wirklich nie bei Regen zum Fischen gegangen? Ist ja krass. Kirschenpower, vielen Dank fürs Folgen. Achso, Moment, Truhe. Nein, bleibst du da? So, ich sammle jetzt ein paar Katzenfische. Die gibt's so selten. So, Kohle. Zack. Und rein. Okay, das ist wieder ein normaler Fisch hier, glaube ich. So, tschab. Zack. Okay, das war, glaube ich, zu weit, aber egal. Allmächt, der Follow-Sound ist laut. Echt? Ich habe keine Ahnung, wie laut der ist. Ich hoffe nicht zu laut. Ich höre ihn leider nicht, das ist das Witzige. Ich höre ihn hier nicht auf dem Rechner, weil der läuft auf dem Streaming-Rechner. Das kriege ich hier null mit. Ich sehe es bloß immer, wenn es oben aufblinkt, beziehungsweise hier rechts dann noch ein Buch. Geil. Freut mich sehr. Zack. So. Uah. Hallo Katzenfisch. Ich freue mich gerade tierisch. Ihr könnt es gerade gar nicht sehen in der Cam, aber ich freue mich gerade echt tierisch. So. Ey, die Easy Bird ist auch hier. Weiß ich gar nicht. Ich sehe, dass sie im Chat drin ist. Also ich sehe das, dass sie hier mit drin ist, aber sie schreibt nichts. Ist wahrscheinlich auf der Tastatur eingeschlafen. Hat, glaube ich, auch einen anstrengenden Tag hinter sich. Falls du zuhörst, Easy Bird, herzlich willkommen. So. Ja, in der Liste. Genau, in der Liste sehe ich es ja auch. Ach ja. So, wir haben Katzenfische. Yay! Party, Party! Wenn ich jetzt so ein Nippleboard hätte hier, ne? So ein Soundboard, dann würde ich jetzt einfach irgendwie so einen super Sound einfach einblenden. Aber habe ich leider nicht. Von daher kann ich es nicht. Bleib's jetzt da. Blöder Fisch. Geht doch. New Record! Ich bin fast hier. Ich habe den Chat, aber happy ohne Ton. Was? Das tut mir jetzt leid, Easy Bird. Your fishing tackle has worn out. Sorry für die Schadenfreude, aber muhahaha. Dieser Cooper, ne? Alter, krass, wie viele Bücher wir jetzt fangen. Sammeln meine ich. Ne, dieser Cooper, das ist echt krass, wie der sich am Leid anderer erfreut. Das ist echt, das ist schon ein bisschen dreist, finde ich. Muss ich schon mal sagen, finde ich sehr, sehr dreist. So, Fishing Tackle. Zack.
Okay. Halt. Wow. Jetzt dachte ich, ich habe zu spät geklickt, aber ging gerade noch. So, Schatz haben wir. Den Fisch sollten wir locker kriegen. So. Okay, was haben wir hier? Was ist das denn? Dressed Spinner. Geil. Zack. Okay, es ist Twitch. Twitch mobbt mich. Oh, das tut mir leid, Easybert. Das tut mir wirklich leid. Also, es bin nicht ich, der dich mobbt. Das möchte ich betonen, auch wenn du gerade keinen Ton hast, das nicht hörst. Ich bin nicht der Cooper, das heißt, ich mobbe niemanden. Ne, der Cooper, der macht das anders, der freut sich da immer. Ich natürlich nicht. So, ich sehe noch einen anderen Zusammenhang. Immer wenn Happy Hippo anwesend ist, geht bei dir nichts, Easybert. Zufall? Akte X Jingle. Hm. Ist auch schön. Ich bin gerade überlegen. Wie könnte ich das jetzt von Cooper toppen? Ach ja, genau. Ist das eine wahre Geschichte? Oder haben wir sie uns einfach nur ausgedacht? Und jetzt die X-Faktor-Musik, bitte. Das war X-Faktor. Ihr Jonathan Frakes. Wer kennt... Das würde mich mal interessieren. Wer von euch kennt den X-Faktor noch? Wer kennt denn diese Sendung? Wer kennt... Trash. Juhu, ich habe Trash gefangen. Ich wollte schon immer mal Trash fangen. Würde mich mal interessieren, wer von euch alles X-Faktor noch kennt. Oh Mann, habe ich das gern geschaut. Ja, es war mega cool. X-Faktor war mega krass. Ich muss dazu sagen, ich lag... Naja, bei 50% lag ich immer richtig. Weil es waren immer... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 3, 4 Folgen. Was, also 3, 4 Szenarien, die immer kamen. Und dann war das immer so. Dann hat er gefragt, bei der Geschichte mal die Geschichte angehört. Und dann hat er am Ende, oder nee, am Anfang. Am Anfang hat er erst was Allgemeines erzählt. Dann ging die Geschichte los. Und dann hat er am Ende gesagt, so, glauben Sie, dass das echt ist? Dass das wirklich passiert ist? Oder haben wir uns das einfach nur ausgedacht? Und dann ging es im nächsten weiter. Und das Lustige dann war, ganz am Ende hat man das dann, aufgelöst, was wahr war und was dann gelogen war oder was erfunden war. Das war schon sehr, sehr krass. Rod Inside, herzlich willkommen. Und ich kenne es. Cool. Finde ich cool, dass es Leute gibt, die das kennen. Finde ich sehr, sehr cool. So. Cooper versucht mich ja nur loszuwerden, aber weder Happy noch Cooper werden mich los. Muahahaha. Easybert, ich will dich gar nicht loswerden. Du bist eine Bereicherung für diese Community. Ich will dich doch nicht loswerden. Nur wenn Twitch dich nicht mag, da kann ich leider nichts dafür. Da wird es ein bisschen schwierig. So, wir haben den Katzenfisch. Jetzt brauche ich noch den Pufffisch. Rod Inside, vielen Dank fürs Folgen. Ach ja, schön. Ausrutsch. Woher kommt der ganze Schleim hier auf dem Boden? Ja, ist klar. Dieser Cooper, ne? Der kleine Kubi möchte bitte an der Rezeption abgeholt werden. Was? Habe ich nicht gesagt. Nö, habe ich nicht gesagt. Mm-mm. Habe ich nicht gesagt. Nein, gar nicht. Das Schlimme ist, das nächste Mal, wenn ich den Cooper sehe, wenn wir wieder ein Bierchen trinken gehen oder irgendwas, ich werde sowas von Haue kriegen, weil ich mich so über dieses Kupi lustig mache. Ich finde das mega lustig. Ich muss sagen, ich müsste eigentlich für den Jeremy, ne? Ich müsste eigentlich irgendwas für den Jeremy machen, dass er sich das ausgedacht hat. Beziehungsweise diesen Tippfehler einfach hatte. Ich muss irgendwas für den Jeremy machen. Irgendeinen Special Stream für den Jeremy. Nur für das Kupi. Ich finde das super. Mir ist übrigens mal aufgefallen, das ist dem Cooper und mir ist das letztens passiert.
haben wir uns über unseren Discord-Channel haben wir uns unterhalten und dann fängt irgendwann der Kupe an zu sagen, also ne, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten und dann fängt er irgendwann an zu sagen, ach ja, Hepi, was machst du eigentlich in deinem nächsten Stream? Und er so, jetzt nenne ich dich ja auch schon Hepi, Mann. Irgendwann, wenn du die ganze Zeit hier rumschreibst und immer nur noch das Pseudonym, wie ich es jetzt einfach mal nenne, benutzt, dann gewöhnt man sich das irgendwann extrem an. Das ist schon lustig eigentlich. Huch. So, in welche dieser Truhen darf ich das Zeug denn jetzt reinschmeißen? Wo habe ich denn noch Platz? Ich glaube, ich habe nirgendwo mehr Platz. Ich habe so viel Krempel dabei, das ist unfassbar. Für Moment 10.40 Uhr, okay. Das schmeißen wir da hin, das nehmen wir mit. Den Trash schmeißen wir da rein. Ich muss mal die Kisten, also, ne, ich mach das offscreen. Ich mach das nicht hier während des Let's Plays, beziehungsweise hier auf Twitch. Weil irgendwie, das ist schon extrem langweilig, die Kisten zu sortieren. Aber es muss leider, irgendwann muss ich es mal machen. Weil ich finde hier nichts mehr. Habe ich eigentlich die... Ich habe mich heute gar nicht mit meinen Tieren beschäftigt, kann das sein? Oh, ich glaube, ich habe heute meine Tiere vergessen. Kann das sein? Kann das kurz mal jemand bestätigen? Ich glaube, ich habe die Tiere vergessen. Upsi! Ich habe sie nicht gestreichelt heute. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte Samen holen. Cranberry Seeds. Voll. Was haben wir? Beet Seeds. Voll. Summer Seeds. Parsnip Seeds. Potato Seeds. Nehmen wir alles mal mit. Bean Seeds. Nö, die lassen wir da. Bohnen sammle ich, pflanze ich erstmal nicht ein. Machen wir erstmal eine Kartoffelacker hier wieder fertig. Ach ja, ich muss hier den Garlic noch einsammeln. So. Machen wir ein bisschen schneller, weil dann kriegen wir das noch hin. Ich würde nämlich gerne die ganzen Seeds alles einpflanzen heute noch, dass dann morgen gleich das Zeug wächst. Das wäre sehr schön. Aber ich muss sagen, mittlerweile das mit den Feldern läuft ganz gut, muss ich sagen. Wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Eisen, dann können wir mehr Sprinkler machen, weil ich hätte gerne noch 2, 3 Felder eigentlich mehr, dass wir gewappnet sind, falls es noch mehr Seeds gibt. Dann können wir auch so Special Seeds machen, dann können wir die ganzen Pflanzen auch und so weiter alles dann reinhauen. Was, glaube ich, gar nicht mal schlecht ist. So. Zack. So. It's getting late. Ja, ja, man hat keinen Stress. So, es ist 12 Uhr. Die Uhrzeit gehe ich normalerweise erstmal nochmal hier. Na, Kaffee kochen. So, dann schmeißen wir das Zeug hier rein. Ich glaube, die Erdbeerseeds gibt es nur bei dem Fest. Achso, die sind auch schon fertig. Krass. Dann pflanzen wir hier ein paar Sips ein. Ne, Parsnips, glaube ich, heißen die, ne? Parsnip, genau. So, da haben wir alles voll. Da haben wir alles voll. Da hinten habe ich doch die Hälfte übersehen. Ach ne, ist bloß der Lichtkegel, dass er doof ist. 1 Uhr. Schaffen wir das noch? Da habe ich alles. Da fehlt, da habe ich auch alles. Okay, ab ins Bett. Ab ins Bettchen. Es ist 1.20 Uhr. Es könnte... Ne, schaffen wir locker. So, das erstmal da rein. Dann das ganze Gelumpe schmeißen wir dann hier hinten hin. Ich möchte im Übrigen das ganze Zeug nicht verkaufen, weil ich würde viel auch aufheben. Gerade für... Ich weiß nicht, was wir im Community Center noch alles brauchen. Da ist nämlich noch ein Raum. Den müssen wir noch freischalten. Und zum anderen bin ich mir wegen der Nahrung nicht sicher, weil wir sehr viel noch an... Nahrung und so weiter haben. Und wir haben kaum Leben dazugekriegt. Da esse ich einfach mal was. Und ich trinke ganz heimlich einen Schluck nebenbei. So. Dann hauen wir uns die Tortillas ordentlich rein. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal ganz kurz im Kühlschrank. Wir haben hier noch ein bisschen was drin an Nahrung. Genau, Käse haben wir drin. Müsste ich mal umlagern. Wir haben Mehl, Zucker, Kale etc. Das haben wir alles da. Was könnten wir denn machen?
Ach, cool, wenn das Zeug im Kühlschrank ist. Das wusste ich gar nicht. Wenn das Zeug im Kühlschrank ist, dann können wir hier direkt das ganze Zeug zubereiten. Das wusste ich gar nicht. So, it's going to be clear and sunny all day tomorrow. So, wie schaut's hier aus? The spirits are very happy today. They will do their best to shower everyone with good fortune. Living off the land. It's salmon berry season. All across the countryside, bushes are teeming with juicy little berries and they're free for the taking. Harvesting them is a great way to earn some extra cash. Ja, Geldprobleme habe ich jetzt aktuell gar keine. Oh, Kirschblüten. Das sind mich echt an Kirschblüten immer.